willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und das letzte Mal wohl, dass ich so zu sehen bin. Das habe ich nämlich schon vorproduziert am Mittwoch, als C-Chrom kam, und ihr werdet ja am Mittwochabend gesehen haben, was passiert ist. Dazu heute Abend mehr, da kommt nämlich eine Folge Ramses Hate Blog mit einer Erklärung dazu, was überhaupt passiert ist, was mich dazu gebracht hat. Und ja, jetzt aber erstmal die Highlights der Woche, und am Ende wartet natürlich auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Basilen 50, beziehungsweise hat es nicht angefangen, aber das möchte ich euch vorweg mal zeigen, weil das was Besonderes ist. Der war nämlich der erste bisher, der mir in Instagram Videos geschickt hat, und da möchten wir mal kurz reingucken. Das ist das erste, da seht ihr schon. Er holt hier was ab und er bekommt ein wildes Dragosso, beziehungsweise aus der Forschung ein Shiny Dragosso, was er hier fängt. Also, coole Sache, Dragosso, sehr cooles Pokémon, sowieso, weil es Generation 1 ist. Das fängt er dann. Aber im zweiten Video, das ist dann auch mit Ton, das finde ich noch genialer, einfach wild, nicht aus der Forschung, ein Shiny Evoli. Digga, what the fuck? Digga, what the fuck? Einfach ein Shiny Evoli. Das gibt es ja gar nicht. Gar nicht. Mein Gott. Mein Gott. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Da denkt man schon zwischendurch, man guckt irgendeinen perversen Film oder sonst was. Ich fand es auf jeden Fall genial. Aber bitte fangt jetzt nicht an, mir alle Videos zu schicken. Ich kann das nicht tausendmal abspielen. Am besten also Fotos, wie immer. Das wollte ich aber nur mal zeigen, weil ich das lustig fand, weil das das erste Mal war. Die Woche hat also wirklich angefangen mit Flexstrom. Der hat nämlich seinen Shiny Pikachu mit Nachtara-Mütze bekommen, hat mir hier einen Screen geschickt. Ihr habt das ja alle mitbekommen mit dem Gewinnspiel. Und um euch zu zeigen, dass das wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und hier niemand verarscht wird oder abgezogen oder dass alles nur dummes Gelaber ist. Er hat es also bekommen am 10.05. Gut, am 10.05. wurde es gefangen. Er hat das jetzt bekommen, getauscht, steht leider nicht unten drunter, aber Flexstrom hat auf jeden Fall seinen Gewinn bekommen. Dann sehen wir beim Cassiopeia, der hat auch ein Shiny Dragosso bekommen. Ob wild gefangen oder aus einer Quest, kann ich leider jetzt nicht sagen. Obwohl, wenn ich es vergleiche mit unserem Schweizer Kollegen, mit unserem Österreicher Kollegen, ich verwechsel das immer, müsste aber Österreich sein, glaube ich. Dann die Sellimaus hier mit einem Shiny Bronze. Juhu, endlich mit einem Shiny Kramurx hinterher und einem Shiny Quiekel. Was heute ne los? Das dritte, also drei Shinies an einem Tag. Kotbrot hat sich hier ein 100er Carpador gegönnt mit 157 WP. Dann der Brein was geschickt. Regi Rock, Regi Metall, Regi Jazz und Regi Reggae. Fehlt natürlich noch Regi Hip-Hop, das hat der Stefan Land einmal gesagt. Aber trotzdem auch cooles Bild, dass da immer so viel rumgememt wird mit diesen Pokémon-Sachen. Bockwurst King hier typisch mit seinem Shiny, fehlt nur noch das 98er. Sellimaus auch wieder Shiny. Haspiroar plus Shiny. Eneko, also bei der läuft es richtig gut. Auch Dragonite hat seinen Preis bekommen. Das Shiny Pikachu mit Lucario-Mütze, wie ihr seht. Night Alex hier mit einem Shiny Rihorn außerhalb des Sea Days, auch sehr coole Sache, auch sehr gutes Level vor allem. Sören hier mit einem Shiny Vollbeat, dann die Charlene bzw. Chaos Knubbel, hab gerade dies aus dem Glückstausch mit meinem Mann bekommen, vielleicht ja was für deinen Raid am Mittwoch. Nehmen wir natürlich mit rein, Trigefallo, sehr cooles Pokémon, als 100er, sehr genial, als Lucky, noch genialer, günstig zum Hochziehen, würde ich auf jeden Fall maxen, wenn sie die Bonbons dazu hat. Sehr cooles Pokémon, hätte auch ein Schocker sein können, aber wir haben da wieder was richtig Krasses vorbereitet. Dann haben wir hier vom Kasper, Kackper, ein Shiny Roserade und Shiny Stolos, was aber eigentlich nicht so krass ist, denn die sind schon alt. Ihr seht ja von 2018, sprich,
ihr sollt auch nicht anfangen, mir jetzt irgendwelche Sachen zu schicken, die 1000 Jahre alt sind, sondern es geht eigentlich immer um aktuelle Sachen, die jetzt so aus den Events kommen oder bei Legendären oder hin und her oder wenn ihr wirklich extrem coole Fänge habt. Rosa Rade Stolos. Das Stolos ist sehr cool. Das gab es auf jeden Fall nicht zum Z-Day und gar nichts, aber Roselia war ja damals für das GoFest eingeführt und da vermehrt beim GoFest zum Beispiel ist für mich jetzt nicht so was Besonderes. Trotzdem habe ich es mal mit reingenommen vom Kackper, vom Kasper, seine zwei Shiny-Entwicklungen. Huhu Ibims hat ja auch ein Shiny Roselia, nochmal eins schreibt er hier, plus ein Shiny Picochilla. Konrad mit einem Shiny Formeo, man kann es leider nicht entwickeln. Und ich frage mich, wann die anderen kommen, die haben ja gar keinen Unterschied von Shiny zu normal. Und der sieht aus wie ein Hoden, guckt euch das einfach mal an. Deswegen, das haben sie damals ja beim Loturzel Quest Day, glaube ich, mit eingeführt, aber nur dieses eine. Was ist mit den anderen? Wie werden die eingeführt? Werden die eingeführt? Eigentlich ja, aber die haben wirklich als Shiny gar keinen Unterschied. Burmi war schon schlimm, aber das ist noch schlimmer. Burmi hat man wenigstens einen minimalen Unterschied gesehen. Statt schwarz-grau, statt grau-schwarz, aber die anderen Formios sind, glaube ich, alle für die Tonne. Luke Weber hier, wild gefangen mit einem Shiny Panzer Aeron, ein weibliches, deswegen steht er auch Frr dran, mit einem richtig guten Level, wie ich finde, 1645. Pupsi hat sich ein Shiny Latios gegönnt. Der Kate Joker fragt, wann kommt das raus? Wäre natürlich cool, wenn es sowas wirklich mal geben würde, so ein Crossover. Wäre für den dritten Deadpool-Teil, wenn der im Kino kommt, so als Special Pika Deadpool-Event. Aber das wird es wahrscheinlich nie geben, das sind alles nur Träume. Sören hier auch mit einem Shiny Latias und einem 100% Knackleon, wohl aus dem Feldforschungsdurchbruch, der ja immer noch im Juni jetzt ist. Vorbelastet hat einen alten Screenshot gefunden. Gerade eben den Screenshot von 2016 gefunden. Wildes Dragoran, was ja damals mega selten war und hatte da keine Pokebälle. Das ist also noch das noch krassere an dem Bild. Es steht wirklich hinter dem Text dort, keine Pokebälle. Mittlerweile steht einfach nur eine 0 dort. Da stand noch keine Pokebälle. Und guckt mal, wie komisch das aussieht, das Dragoran, wie die Grafik da noch war, wie die Größen waren, wie das alles überhaupt anders gewirkt hat. Da sieht man richtig oldschool, was in der ganzen Zeit passiert ist. Vorbelastet aus dem 10-Kilometer-Ei ein Shiny Barsch war. Genau wie bei mir habe ich ja auch letztens gebrütet, Shiny Barsch war. Dragonite hier, Shiny Lucky Kaumalat mit 91%. Sally Maus, yes, Shiny Taubsi. Tina mit einem Shiny Raupi. Night Alex, Shiny Panflam aus einem Ei bekommen. Ist aber C-Day Pokémon, ist also gar nicht so wichtig. Liquid Ghost dagegen mit einem 100% Shellers, da ist ein 100er, finde ich, mehr wert als ein Shiny. Glückwunsch also an der Stelle. Tina nochmal mit dem Mediti, Bockwurst King mit einem 96er statt einem 98er, aber dafür Shiny, also mittlerweile kriegt er mehr Shinies als 98er. Flexstrom hier 100% Tuska, Maurice Bier, also der CM Punk, mit einem Alola Shiny Dicta aus einem Ei gebrütet. 14.06. ja. Könnte vielleicht sogar ein Ei von mir gewesen sein, wenn der hier das Ei aus Hildburghausen bekommen hat. Da Groh mit einem Shiny Alola Radfratz. Da Groh mit einem 100% Vulpix. Benjamin Engel mit einem Shiny Glurak als Glücks-Pokémon mit 96%. In der Nähe von Olbernhaus, Sachsen, Deutschland. Ist auch schon ein bisschen älter. Trotzdem das schwarze Glurak, aber. Wie ich eigentlich finde, eigentlich ist es nicht schwarz, eigentlich ist es dunkelgrau. Schwarz müsste noch mal viel dunkler sein. Ebenfalls Benjamin Engel hier mit einem 100% Branawarz. Hab ich Glück, dass der Name unten stand, sonst hätte ich jetzt gerätselt. Ich weiß gar nicht, das müsste ich theoretisch auch schon entwickelt haben, aber das ist so selten, dass man das mal zu Gesicht bekommt. Also, habt ihr schon ein Branawarz entwickelt? Schreibt es mal rein und vor allem habt ihr einen 100er. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ramses Schilling Fragezeichen, 7 Kilometer Eier Ramses, merken wir, 100% Alola Kleinstein aus Kloppenburg, Niedersachsen. Ebenfalls Ramses Schilling Fragezeichen mit einem Shiny Europe ganz frisch. Dann der Hannes, Red Devil Black, 100% Panflam. Carina Deluxe mit einem Alola Shiny Mauzi,
brütet 7 Kilometer Eier. Das sind jetzt nur noch Alolas und Galas drin. Fast alle Alolas können shiny sein, das lohnt sich also richtig, falls euch noch viele fehlen davon. Michael Schilling hier mit einem shiny Voltoball plus einem shiny Latios, auch 96%, plus einem 100% Lucky Raikou, das auf jeden Fall cool, immer noch sehr heftiges Pokémon, richtig genialer Elektroangreifer, sieht zudem saugut aus, ist gelb, er ist auch Team Gelb, also beste Kombination, ein goldener Hintergrund, was will man mehr? Maxi hier, habe ich auch geschrieben, sehr stark, der hat ein 100% Lucky Despotar bekommen, 2191, auf jeden Fall hochziehen, 100% so genial und als Glücks nochmal. Dann Luke Weber nochmal mit seinem Shiny Panzer Aeron, diesmal aber ein männliches, deshalb MA für Mann und FR für Frau. Also der kriegt immer Shiny Panzer Aeron hinterhergeschmissen. Huhui Bims mit einem 100% Weberag und einem 100% Schneebedeck plus Shiny Latios und 100% Potrot. Habt ihr schon mal ein Potrot gemaxt? Das kommt ja, glaube ich, nur auf 300 noch was oder so, aber kann man ja mal in eine Arena setzen, so aus Spaß. Bierbenny hier mit einem 100% Latias, das ist auch sehr cool. 100er Legendäre würde ich auf jeden Fall auch immer mitnehmen und pushen. Wo wir gerade bei Pushen sind, der Pushner, da ist es 100% Lavita. Und Dr. Oppenheimer zeigt eben, so muss das aussehen, Markus, 100% Glückslavita. Hier ist das Level ein bisschen höher, wie es ausschaut, da ein bisschen geringer, trotzdem sehr geniale Sache. Dann bin ich aufgestiegen mit Adi wieder mal zu Glücksfreunden, Sellimaus ja auch mit einem shiny Flunkiefer, Stefan Landei hat uns ein Batios gezeigt, also eine Mischung aus Latios und Batman in schwarz, mit einem schwarzen Latexanzug, dem Bat-Symbol, was am Wayne Tower, an der Wayne Tower Arena gespawnt ist. Da gab es wirklich Leute, die gesagt haben, gibt's das wirklich? Ist das echt? Dragonite hier, hat jemand Bock auf Starbucks aus Corona? Wer möchte nicht schon immer mal Corona, Kaffee aus Corona haben? Dann noch vom Dennis Weigel, ein Raid, ein Shiny. Der macht also direkt beim ersten Raid seinen Latios Shiny. Kann man auch machen. Bockwurst King, endlich, es geht wieder los. Mit seinem 98er Sellimaus weiterhin hier Shinies, Bisasam, vorbelastet, Shiny, Alola, Sandan, yo nice, Sebastian Kaiser mit einem 100% Alola Vulpix, Dagro hat sich hier gerade einen Stream von mir angeguckt und dabei einfach mal einen 100% Rotomurf bekommen, aus der Quest, wie immer, dann ebenfalls ein 100% Weberak, Hannes Red Devil Black mit einem Shiny Praktibalk, Juri, das ist die Juri Edition, der Juri, der schickt immer so viel. Juri mit einem Shiny Raupi, Shiny Nagelotz, Shiny Panzer Aeron, Shiny Alola Slimog, müsste das auf jeden Fall sein. Shiny, hat er das einfach nur entwickelt? Nein, das hat andere IV, also Shiny Alola Slimog und Shiny Alola Slimer, Shiny Schneebedeck, Shiny Wablu, Shiny Smogon, Shiny Latias, ich frage mich, was bei dem abgeht, der kriegt in einer Woche einfach jeden Tag 20 Shinies. Dann der Noah hier, Grüße von Burkhardt, hat ja ein Shiny Pandemimi gezeigt, aber guckt euch den Staub an, 18,8 Millionen, fast 19 Millionen Staub, das ist auch richtig heftig. Luke Weber dann noch mit einem Shiny Yorkliff, Shiny Krabby, 100% Fleckmon, Shiny Pandimos auf einem neuen Account, der hat den Account neu angelegt und direkt ein Shiny Pandimos bekommen. Hui Bims nochmal mit einem 100% Knacklion zum Pushen und einem Shiny Praktibalk. Frank Bären auch mit einem Shiny Pandimos Nummer 6. Flexstrom, erstes Pokémon heute Morgen. 100% Smogon, auch richtig gutes Level, wie man sieht. Dulli Squad hat was geschickt. Hier guck, was ganz Neues: Sternenstaub fürs Entwickeln. Heute zwischen 18 und 19 Uhr findet die Rampenlichtstunde mit Kamauk statt. Ihr erhaltet doppelten Sternenstaub für das Entwickeln von Pokémon. Habe ich auch noch nicht gesehen, das müsste eigentlich der Lacher der Woche sein. Kann ja aber mal passieren. Julchen hier auch mit einem Shiny Alola Slimer aus dem 7 Kilometer Ei. Die 7er Eier sind spitze, denn sie hat auch noch ein Shiny Alola Sandan hinterherbekommen. Gabriel Saphir hat sich auch bedankt.
Der hat nämlich auch ein Shiny Pikachu mit Lucario-Mütze bekommen, da der eigentliche Gewinner sich innerhalb von 2, mittlerweile fast sogar 3 Wochen nicht gemeldet hat, nicht auffindbar war, der Account von YouTube keine Abonnenten hatte, keine Videos, keinen Inhalt. Das sah aus, wie schnell jemand einen 10. Account erstellt, um mitzumachen. Hat sich nicht gemeldet, ich habe nichts bekommen, das tut mir leid, aber wir haben ja dann nochmal gelost und gesagt, wenn da wirklich nichts geht, kriegt das der Gabriel, hat mein Wort gehalten. Hier noch ein Shiny Minun vom Robby, gerade auf Arbeit gefangen. Ein Shiny Click vom Bockwurst King, wie gesagt, der kriegt in letzter Zeit mehr Shinies als 98er. Beim Konstin statt Latias und Latios gab es Libiscus, wo ich sagen muss, Libiscus ist meiner Meinung nach ein viel wertvolleres Shiny und viel selteneres Shiny als Latias und Latios, weil die waren schon mal da. Die haben eine erhöhte Chance. Die könnt ihr raiden, die kommen vielleicht nochmal und nochmal und nochmal, aber die Biskus gibt es eigentlich ja wirklich immer nur am Valentinstag oder am Valentins-Event. Die Rate, die Shiny-Rate ist nicht erhöht. Ich kenne so wenig Leute, die ein Shiny wie Biskus haben. Meiner Meinung nach Libiscus, richtig selten, Latias, Latios Shiny, hat fast jeder. Wenn ihr nicht, dann tut's mir leid, vielleicht habt ihr ja 20 Libiscus, aber für mich, habt ihr ein Shiny Libiscus? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann nochmal hier vom Pascal, das ist das allererste, der allererste, den ich bekommen habe. Ich habe nicht mal normal, nur in Shiny. Sprich, er müsste also das Kaumalat ausgebrütet haben, als Pokédex-Eintrag in Shiny 16 Bonbons bekommen haben, hat noch nicht mal ein normales Kaumalat, aber hat als Pokédex-Eintrag direkt ein Shiny bekommen. Jetzt der Bockwurst ging auf jeden Fall mit einem 98er, diesmal ein Balmer hinterher, um das abzurunden. Die Steff zeigt uns hier noch einen lustigen Dude, der sich in seinen Saftkon-Schlafsack eingewickelt hat. Kate Joker nach Wochen auch mal wieder eins bekommen. Shiny Makuhita, Julchen mit einem 100% Quapsel und einem 100% Alola Kleinstein. Was ist denn heute Abend los, schreibt sie hier auch. Dragonite, yeah, neues 100er, ein 100%iges Krabi auf Level 1, 2, keine Ahnung, mit 22 WP. Das geht auf jeden Fall heftiger. Krabi, trotzdem cooles Pokémon. Das waren jetzt aber die Highlights. Wir haben noch den Schocker der Woche für euch. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Huhu Ibims. Spiele Go Battle jetzt gar nicht mehr, habe aber auf meinem 6. Account eine Siegesserie von 49. Und das finde ich richtig heftig. Ich hatte ja mal gefragt bei diesem GBL-Überliga-Video, was ich gemacht habe, was eure längste Siegesserie ist. Meine war bei 14 ungefähr. Ich glaube, jetzt kommt immer noch das Zitronat von vor ein paar Tagen hoch. Dann haben etliche geschrieben, sie haben 27, sie haben, ich glaube 27 war das höchste, was ich gesehen habe. Könnte, glaube ich, von Benjamin Engel auch gewesen sein. Fand ich korrekt, habe ich gedacht, 27, richtig stark. Ist aber nicht Schocker der Woche geworden, weil das wurde ja dann diese 14.000 Wayfarer-Übereinstimmungen vom Sören. Jetzt aber eine Siegesserie, wo ich finde, das ist den Schocker der Woche wert. 49 Siege in Folge in der Go Battle League. Wer bietet bitteschön mehr? Ich habe das noch nie gesehen. 49 Siege. Das ist für mich auf jeden Fall ein Schocker. Hui Bims, danke auf jeden Fall für das Bild. Das war's auch von heute. Und Konstin, keine Sorge, ich habe dich nicht vergessen. Du bist auch Schocker der Woche, aber nicht dieses Mal, nicht letztes Mal, obwohl ich es letztes Mal auch schon hatte. Aber ich muss das immer timen, ich kann immer nur eins mit reinnehmen. Das will ich mir aber noch aufheben, das will ich nochmal zeigen. Kommt auf jeden Fall jetzt im Juni noch raus, weil im Juni ist es noch aktuell. Jetzt aber 49 Siege bei Huhu Ibims. Ich find's richtig brutal. Was sagt ihr dazu? Hat jemand mehr als 49? Hat jemand einen Hibiskus? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.